Alles klar, Zuschauer, lasst uns wieder Spaß haben mit mehr Pokémon-Episoden. Achso, gegen die habe ich also schon gekämpft. Ja, Moment, erstmal muss ich das Team nochmal gucken. Ja, sieht gut aus. So, hier komme ich ja nicht durch, ne? Ja, das ist blöd. Egal, dann nicht. Ach, sowas Wichtiges wird da eh nicht sein. Hi Typ, also da unten ist auf jeden Fall ein Item versteckt. Und hier komme ich auch nicht rein, auch komm. Na dann, spreche erstmal dich an. Hey, kämpfen, hier, los. Und so weiter. Kennen wir ja schon alles. Okay, da haben wir einen Schwimmer. Und das stärkste Pokémon der Welt, ein Mushas. Okay, dann kann ich ja, gehe ich mal mit Body Slam drauf, würde ich sagen. Ich denke mal, das wird schon dem ganz schön zusetzen. Besiegt. Schön. Ich denke mal, ein Austausch wird ja auch noch haben. Noch ein Mushas und ein Austausch. Ich wusste es einfach. Ich wette, der dritte wird auch noch ein Mushas sein. Mal sehen, ob. Oh, der darf zuerst. Mist. Okay. Wow, sogar mit Volltreffer. Das ist fies. Wobei es ja immer noch, naja, nicht allzu viel abzieht. So, er ist paralysiert. Das ist gut. Das heißt, den nächsten Schlag dürfte ich dann wohl machen. Als erstes. Höchstwahrscheinlich. Und dann ist der Typ hier auch Geschichte. Und wie gesagt, ich kann es nur vermuten, aber ich denke mal, der dritte wird auch Mushas sein. Oh, ein Shillock. Okay, ich lag falsch. Aber immerhin zwei Runden. Einen habe ich richtig erwartet. Okay. Ne, Shillock ist cool. Ich will eigentlich auch eins für mein Team haben, aber nein, man darf es nicht haben. Man darf hier nur. Oh komm, das ist doch nutz. Eigentlich gräbt er sich damit sein eigenes Grab hier ein. Weil damit habe ich viel mehr Zeit, mich mit Überreste zu erholen. Und das macht es für ihn eigentlich nur noch schwieriger. So ist es. Aber gut, der kann es ja probieren. Biss und Body Slam und so weiter. Alles klar. Und das war schon ein gewonnener Kampf. Also, ja, so läuft das hier, ne? Schon übel. So, dann renne ich mal hier runter. Denn Schutz wirkt nicht mehr. Okay, das ist schade. Ich habe nämlich gar nicht mal dran erinnert, dass das noch aktiviert war, aber gut. So, und dann holen wir uns das gute Stück. Oh, Topschutz, das trifft sich ja gut. Das brauche ich ja nämlich auch. Alles klar, dann mal wieder freundlich hier hoch und boah, guck mal, die Wasser-Sound-Animation-Dinger. Oh, Doppelkampf, cool. Machen wir das. Mein großer Bruder und ich sind ein grandioses Gespann. Ja. Das will ich mal sehen. Ich liebe Doppelkämpfe. Ich finde echt schade, dass in dieser Situation Edition nicht so oft halt kommen. Wurde ein bisschen. Moment, mache ich einen Psychokinese, oder? Ja, mache ich. Halt, naja, nicht so oft verwendet. Auch Rubin, Saphir und Heart Gold, Soul Silver, finde ich, sind davon ebenfalls betroffen. Sie halt nicht so oft mit Doppelkämpfen handeln. Smaragd hingegen macht das aber ziemlich gut. Die haben schon ziemlich viele da reingebaut. So, okay, das war der erste Viech. Und damit ist schon der halbe Kampf gewonnen. Und ich will mal sehen, dass das Rasa für uns jetzt noch besiegt. Alles klar, erstmal snacken. Ja, gilt auch für dich. Ah ja, unsere Heiler-Pokémons. Kreuzsieb. Oh, das ist eine starke Attacke, aber trifft nicht. Okay. Weniger Probleme für mich, würde ich mal sagen. Okay, Genauigkeit ist gesenkt. Aber ich denke mal, der nächste sollte ihn sowieso schon vernichten. Und da ist es. Okay. Das war ein gewonnener Kampf. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Okay, Mühlensippe, bla bla bla, besiegt. Okay. Und da fällt mir gerade was ein. Ich bin noch bei Skype hier on. Ich muss das mal, mich auf beschäftigt stellen. Damit ich hier nicht angeschrieben werde und so, ne? Okay. Ja, wie gesagt, bei Smart war die Situation, wenn zwei Trainer einen gleichzeitig sehen, dass sie dann einen auch beide bekämpfen in einem Doppelkampf. Das gibt es in dieser Situation. Ich sage nicht immer Situation, ich meine Edition, nicht Situation. Diese Edition gibt es das aber noch nicht. Also, das hat man erst ab Smaragd eingeführt. Smaragd kam ja, glaube ich, 2005 raus und dieses Spiel 2004, so war das. Heißt, erst ab den 2005er Editionen können wir auch sowas sehen. So einfach ist das. Ob das bei
Schwarz und Weiß immer noch so ist, weiß ich nicht. Die Edition habe ich nicht gespielt. Also höchstens angespielt. Die, ich weiß nicht mal welche von beiden. Eine habe ich angezockt. Ist eigentlich ganz cool. Ach, mir gefallen diese neuen Pokémon einfach überhaupt nicht. An sich ist ja schön mit den ganzen Neuerungen und neues Design, aber hätte man das noch mit den alten Pokémons gemacht, dann wäre ich sehr zufrieden mit dieser Edition gewesen. Gut, Relaxo ist jetzt, sagen wir mal, schon gut trainiert. 200 KP, das ist echt eine Menge. Und dann können wir ja Dragonair weitermachen lassen. Komm, geht mit mir. Jeden Morgen vorm Frühstück schwimme ich um diese Insel. Ja, ein harter Sportler sozusagen. Das haben wir hier vor uns. Freddy. Naja. Okay, der ist dasselbe Viech wie der Typ von eben. Schön. Ich finde aber, Dragonair immer noch so richtig starke Attacken. Die fehlen dem irgendwie noch. Ich meine, gut. Überroller. Oh, das schaut rein. Ja, das war schon ziemlich stark für ein unentwickeltes, ja. Gut. Ich würde sagen, naja, Schockwelle und hier, Geheimpower sind ja schon ganz gut, aber immer noch nicht so das super Special Attack Ware, ne? Okay, Maschok als nächstes. Wird also noch eine Stufe härter. Und jetzt genau dieselben Viecher. Genau dieselben Viecher wie der Typ von eben. Ja, okay, heilen. Heilen, heilen, heilen. Das ist sehr gut. Und jetzt noch schön mit Geheimpower. Ich glaube, Geheimpower ist irgendwie Lebensschuss oder so hier. Oh, die Attacke ist stark, oder? Die Attacke ist sogar sehr stark. Oh ja, die ist richtig stark. Verdammt. Okay, mal sehen. Vielleicht habe ich ja Glück und der trifft mir nächstes Mal nicht. Ich spiele gerne so auf Risiko. Ja, das könnte so gut sein, jetzt wird Genauigkeit gesenkt ist. Ja, perfekt. Oh Gott, ich habe ein Glück. Ich habe ein Glück gerade. Perfekt. Der hat mich sowas von zermalmt gerade. Genau deswegen spiele ich auf Risiko, weil ich meine, in 1 von 5 Fällen, ja? Dann kann es echt mal sein, dass man so Schweineglück hat und es dann doch noch irgendwie was wird. Okay, du bist besiegt. Schnauf, schnauf. Yeah, gewonnen. Das finde ich so geil. Gut, dann haben wir hier so ein Haus. Entfache das Feuer in dir, Glutherme. Dann wir hier rein. Glutherme. Okay, das ist sowas wie... Ach, wie nenne ich das? Ein Thermalbad soll heilende Wirkung haben. Einfach so was wie eine Sauna. Ach, so Whirlpool, sowas, ne? Sieh mein Gesicht, siehst wie glatt meine Haut ist. Ja, 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 super. Also wir müssen hier in die Mitte rennen. Und dadurch wird unser Team geheilt. Yep, darauf wollte ich hinaus. Warte mal, irgendein Typ gibt mir doch was, oder nicht? Der hier meine ich. Okay, die Glutherme habe ich vor Jahren verrichtet. Okay, bla bla bla, Stein. Okay, da habe ich das benutzt. VM6. Das ist doch... Das ist doch Zertrümmerer, oder nicht? Ehrentüte? Ne, VM-Box. Wo haben wir das denn? Hier. Eigentlich mag ich die Attacke gar nicht. Aber ich muss sie jemandem beibringen. Damit ich die habe einfach. Es ist zwar nicht ganz so... Okay, das brauche ich schon mal nicht. Es ist zwar nicht ganz so relevant, um das Spiel durchzuspielen. Man kann es auch ohne, aber dann gehen einem einfach die Sachen verloren. Aber an sich ist die Attacke auch nicht so doll. Sie hat eine Angriffsstärke von 20. Und das ist sehr, sehr schwach, wenn man mal vergleicht, dass die Standardattacke Tackle schon fast doppelt so stark ist. Gehen wir mal hier raus. Aber es ist auch umso schöner, dass ich die jetzt habe, denn jetzt kann ich auch hier mal ein bisschen lang rennen. Und mir einfach mal die Items hier holen. Was natürlich jetzt ein bisschen nervig ist, ist das... Okay, erstmal Pokémons auch schon mal kommen. Aber nein, das interessiert mich jetzt einen Feuchten. Vor allem Level 7 auch noch. Und gefangen habe ich das Viech auch noch. Also uninteressanter geht das gar nicht. Und da muss ich noch dreimal so ein Mist hier machen. Und noch einmal. Da muss ich das mal wirklich lohnen, was da ist. Äther. Naja. Okay, man kann es nicht kaufen. Das heißt schon einiges. So, und da unten war ja auf jeden Fall auch was. Deswegen muss ich da hin und mir das auch holen. Aber erstmal habe ich hier den nervigen Getöse. Mit dem Habitak. Das mich auch überhaupt nicht interessiert. So, wo war das denn? Ich sollte einfach meinen Schutz aktivieren, oder? Ja. Ich sollte... Wow, das ist aber ein starkes Viech. Egal. Oh, komm, lass mich gehen.
Los, jetzt geh ich schon weg. Ey, nein. Jetzt schlägt er mich zusammen. Ach, komm. Ja, komm. Ja, jetzt leckt das. Ich darf nicht vorspulen. Beim Vorspulen leckt es bei mir danach. Ey, der lässt mich echt nicht gehen. Der macht mich hier fertig. Komm schon. Sei mal so nett und geh mal aus dem Kampf raus. Oh, das ist ja unerträglich, was hier gerade passiert. Das ist sogar so unerträglich. Ich muss jetzt auf jeden Fall Topschutz benutzen. Boah. Ich dachte, ich verkrafte das hier einfach einmal durchzumarschieren. Ach, nach da oben muss ich sogar. Ich bin hier sogar ganz falsch, wo ich bin. Guck mal. Ist ja echt super wieder. Ach so, ich habe einen Detektor noch. Ich dachte, hier ist ein Fahrrad aktiviert hier. Auch zweimal, ja. Komm schon, ey, das muss sich so lohnen. Das muss das beste Item der Welt sein, was hier ist. Carbon, okay. Das ist eigentlich... Ah, geh mir aus dem Weg. Das ist eigentlich auch ganz gut. Eigentlich könnte ich jetzt nochmal in die Glutherme zurücklaufen, um das Dragonier mal zu heilen, aber da habe ich jetzt irgendwie voll keinen Bock drauf und ich scheiße erstmal drauf und kämpfe gegen die da, wenn die... Hallo? So. Ist ja grauenhaft, was hier vorhaben mit einem... Okay, Gudrun. Ha, was für ein toller Name. Wer heißt noch Gudrun heutzutage? Geheimpower, los. Das sollte doch ein bisschen reinhauen. Oh, er überlebt es knapp. Okay. Typisch Pokémon. Aber gut, der macht Energiefokus, bringt ihm überhaupt nichts mehr, da er jetzt eh drauf geht. Und ich darf mich wieder ein Stückchen heilen. Boah, ich liebe Überreste so dermaßen. Das ist wirklich so ein geiles Item. Einfach, weil es sich auf Dauer lohnt. Weil es sich einfach lohnt, es bei sich zu haben und mit einem die ganze Zeit zu fighten. Weil man dadurch so insgesamt so viel KP geschenkt bekommt. Okay. Und los, mach Geheimpower. Okay, das sieht... Ich glaube, der wird es nächste Runde knapp noch hinbekommen, zu überleben. So viel, wie er jetzt verloren hat. Oder ich könnte es doch noch schaffen. Ich weiß nicht. Sehen wir ja dann. Auf jeden Fall ist seine Genauigkeit gesenkt, was mir sehr weiterhilft. Okay, er ist besiegt. Schön. Perfekt. Die haben mir gar keinen Schaden gemacht. Also ich habe mich allein schon durch diesen Kampf schon fast wieder geheilt. Guck mal. Okay. Oh, sie mag mich. Ist das nicht schön? Okay. Vielleicht können wir mal ein paar Kinderchen zeugen. Okay, du da. Ey, komm her. So, kämpf gegen mich. Man merkt auch, heute bin ich ein bisschen voll, die Texte vorzulesen. Irgendwie ist mir gerade nicht danach. Okay, aber der hat einen Starmie. Das ist gar nicht mal so schwach. Müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Und gucken, was wir tun. Genesung. Ja, das bringt es natürlich. Okay, es hat die... Wow, das war stark. Und sein Angriff ist gesenkt. Und es hat die gleiche Animation wie die Attacke Surfer. Ist hier aber dennoch keine Wasserattacke, weswegen das auch nicht sehr effektiv ist. Und okay, ich habe jetzt genau das gehofft, weil ich dachte, jetzt macht er Genesung oder so. Und das wäre irgendwie blöd. Aber so ist ja gut. Haut dann ein bisschen mit Sternschau drauf und ich habe gewonnen. Und ein neues Level erreicht. Okay, du bist besiegt. Ja, du bist stark. Ja, ich habe verstanden. Lass mich gehen. Nein, nicht zum Beutel, sondern zu dem Pokémon. So, okay. Dann ist Glurak als nächstes dran. Du, kämpf. Ah, die Schwimmer regen mich irgendwie auf. Die haben immer so wenig Geld, weiß ich. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal erwähnt gehabt. Okay, los, Glurak. Du bist im Typ Nachteil, mein Freund. Ich glaube, ich mache trotzdem Flammenwurf. Einfach aus dem Grund, ich glaube, Seemon hat die Pokestärke Giftdorn, meine ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber das heißt, wenn ich ihn mit Berührungsattacken treffe, dass er mich dann vergiftet. Und das will ich mir jetzt gerade überhaupt nicht leisten hier. Und ich denke mal, okay, das hat jetzt gerade auch gereicht. Ich finde auch Flammenwurf ist gerade bei Glurak auch eine sehr starke Attacke. Auch wenn es nicht sehr effektiv ist, haut er immer noch ziemlich gut damit rein. Und ja. Gut, ist jetzt diesmal kein Volltreffer, aber gut, Silberblick. Ich würde jetzt gerne auch eine andere Attacke benutzen, einfach um die AP zu schonen, aber nee, ich will es nicht riskieren. Ich bin mir da nicht mehr sicher.
Und ich deswegen gehe ich mal wirklich auf Stufe sicher, ja. Auf jeden Fall. Aber der Kampf ist jetzt auch gewonnen und ach, komm schon, lass mich gehen. Gut, haben wir jetzt. Ach, guck mal, ein Typ, der hier angelt. Warte. Okay, was willst du? Du willst kämpfen. Ach nee, er hat ja wieder 5 Viecher, ja. Fluhack, dann kann ich jetzt auch mal andere Attacken einsetzen, wie Flugeschlag. Die sollten eigentlich auch ziemlich gut reinhauen. Ach komm schon, ey, nein, das macht gar keinen Spaß so. Das ist ja mal richtig scheiße. Dann gib mir mal hier, komm schon, gelbe Flöte. Dann hätte ich das hier auch schon aus der Welt geschafft. Und stark war das Ganze jetzt auch gerade wieder nicht. Ich hoffe, der hat jetzt echt nicht 5 von diesen Viechern. Das würde mir so die Laune verderben. Hat der wirklich bestimmt, oder? Ich versuch's aber diesmal mit Flammenwurf. Ich habe den Verdacht, die wird, obwohl die nicht sehr effektiv ist, immer noch stärker sein. Da, mit dem grill ich ihn trotzdem mit einem Schlag. Also Flammenwurf, die ist echt nicht zu unterschätzen, die Attacke. Die haut nämlich so richtig rein. Golking, okay, das Ganze wird also eine Stufe schwieriger und somit auch interessanter. Komm, Flammenwurf, alles weg einfach. Ohne Rücksicht auf sonst was. Okay, ist Volltreffer, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Was ich mir auch übrigens schon gedacht habe. Ich meine, Golking mit einem Schlag besiegen, wenn der Attack nicht effektiv ist. Okay, gut, jetzt hat der seinen Spaß gehabt, jetzt darf ich den mit Flügelschlag mal zermetzeln und besiegen. Alles klar. Golking, oh, noch eins. Schön, komme ich auch bestens mit klar. Also nochmal dasselbe hier, Flammenwurf. Ich denke mal, da dies hier jetzt kein Volltreffer wird, wird sie auch nicht so viel abziehen. Ja, ich bräuchte schon auf jeden Fall mehr Schläge. Superschall ist Zeitverschwendung. Weil dadurch gewinnt oder verliert niemand eine Runde. Ja. Hornattacke, ne? Wie Hornattacken halt drauf sind. Wow, okay, vielleicht war das doch diesmal stärker. Ich verstehe dieses Spiel einfach nicht. Gegen Goldini war eigentlich Flammenwurf besser geeignet, gegen Goldking als das, oder wie? Egal, ich wechsle jetzt sowieso aus. Jetzt soll ich Aquana damit rumschlagen. Komm schon, Golfing. Und Biss. Wir beißen auf das Viech ein. Und er trifft noch nicht mal mit seinem Funz hier. Okay. Vielleicht schaffe ich es, ihn hier sogar zurückschrecken zu lassen. Ja, schaffe ich. Super. Perfekt. Und damit wäre dieser Kampf auch wieder mal gewonnen. Einer von Tausenden. Und Dominik wurde besiegt und hat erneut verloren. Aber gibt ordentlich Kohle.